Hallo und herzlich willkommen Leute zum neuen Video von mir, den Champ von The Runner Tim, und das ist seit langem mal wieder ein kleiner Chat. Und da werden einige Themen angesprochen. Ich hatte ja wieder eine Quick-Frage laufen, nämlich welches ist das längste Video auf YouTube? Es wurden kuriose Sachen geschickt. Es waren mal 3 Stunden, 4 Stunden, 7 Stunden und das längste ist 13 Stunden. Es gibt, also Full HD Wallpaper hat dieses mit den 13 Stunden als erstes, oh, ich drücke mal auf das Falsche, erstes beantwortet. Danach kam noch einer, mein Käse hat ein Loch, der hat das ebenfalls geschickt. Hier mit 42 Stunden, aber das kann ich nicht beweisen, aber ist sowieso von beides von Full HD Wallpaper. Der bekommt in der nächsten Zeit ein Werbevideo. Herzlichen Glückwunsch an dich. Und ja, dann noch viele, ich habe jetzt in letzter Zeit viel geschrieben bekommen in den Kommentaren und auch, ich glaube auswärts auch, dass ich mir die Haare schneiden soll. Ja, das wird am Dienstag passieren, zwar nicht ratzekahl, aber schon ein bisschen spitzen, ausdünnen und so weiter, aber ich glaube, diesen Schwung werde ich immer noch machen. Ich kann nichts für, ich mag es einfach und naja. Dann wollte ich nochmal Danke sagen, weil es jetzt 193 Abos bei Play with Sim auch, wo ich da jetzt immer noch kein neues Channel Design. Ich hatte arsch wenig Zeit. Ich musste sehr viel mit meinem iPod machen, weil ich habe ihn immer noch nicht gejailbreak gekriegt. Naja. Und danke für Play with Sim, für The Player Nick, der hat auch ein paar Abonnenten neu, Crying Destiny Music, aber das ist dadurch, dass es hier bei Super Channel steht. Ich habe das hier jetzt sortiert, wer die meisten Abos hat, und die meisten hat in meiner Liste Kommentorio, ganz klar. Aber die Videoleuchten der Tobias, der holt den, glaube ich, noch ein in ein paar Tagen. Dann wollte ich noch sagen zu der Soundqualität und zur Lautstärke. Ich werde jetzt immer bei Camtasia, da gibt es die Funktion lauter stellen, da werde ich es richtig, richtig laut, bis mir fast die Boxen wegknallen. Oder naja, nicht direkt. Weil da gibt es diese Funktion, wir importieren mal kurz einen Clip. Aber ich glaube, das hatte ich schon mal irgendwo gezeigt. Ich weiß nicht genau wo. Ja, machen wir mal so. Da gibt es diese Funktion hier unten, nämlich lauter um 25%. Und da werde ich ungefähr 4-mal draufklicken, dass es um 100% lauter wird, damit ihr auch etwas hört. Weil ich habe mir auch echt die Videos mal angeschaut und habe dann gesehen, oh, die sind ja echt wirklich leise, weil mir wurde das schon öfters gesagt. Und ja, dann noch ein ganz kurzer Quick-Website-Tipp, nämlich für die Website Free App A Day. Diese Seite zeigt hier oben die App sein an, die für ungefähr, ich glaube nicht, ich weiß nicht genau, 5 Tage oder so, eigentlich hier steht da a day, aber das ist ungefähr 4-5 Tage kostenlos, und jeden Tag ändert sich mindestens eine App, manchmal auch 2, und die werden dann kostenlos. Ich würde auf jeden Fall da mal vorbeischauen, wenn man jetzt nicht Pandora Box benutzen möchte oder irgendeine andere Applikation, die dazu da ist, oder ich würde auf alle Fälle, wenn man mal am PC ist, kurz da vorbeischauen. Link kommt dafür in die Beschreibung. Einfach vorbeischauen und gucken, was für Apps da kostenlos sind. Manchmal sind es auch ganz gute. Es wird zwar nach einer Zeit in der Top-Liste bei iTunes angezeigt, allerdings nicht gleich und meistens weit unten, und nun ja, das ist eigentlich ganz gut. Nochmal zu der Soundqualität angesprochen, wir gehen mal auf die Seite, die ihr vielleicht schon von anderen gehört habt. Ich kenne sie gut, weil es ja eigentlich eine Musikseite ist, nämlich www.thomann.de. Dort möchte ich mir vielleicht auch ein neues Mikrofon holen, weil das hier echt nicht so gut ist. Ich müsste mal gucken, ich glaube, das war dieses hier, das The T-Bone SC440 USB, aber das kennt ihr bestimmt von zum Beispiel More Essential Zero Media.com und anderen Seiten, Channeln, und
Ja, das werde ich mir vielleicht zulegen. Das war es wieder von mir mit diesem kleinen Chat. Ciao Leute, bis zum nächsten Video.